Moin Moin, Servus und Hallo, hier ist wieder euer Flo. Und wisst ihr, wer noch da ist? Der Bärlauch. Und wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, wo man ihn findet, was man beachten muss und wie man ihn zubereitet, dann bleibt einfach dran. Seid ihr im Frühjahr auch schon mal durch den Wald gegangen und es roch ziemlich nach Knoblauch? Das ist kein Knoblauch an sich, sondern das ist der Bärlauch. Der ist weitaus milder und nicht so intensiv vom Geruch her, wenn du ihn isst. Also man stinkt quasi nicht aus dem Maul. Meistens findet man ihn auf humusreichen, feuchten und schattigen Waldböden und in der Nähe von Flüsse oder Bächen. Der Bärlauch wächst in der Zeit von März bis Mai, obwohl man im Mai schon wieder aufpassen muss, da ja dann die Maiglöckchen, wie der Name so schön sagt, auch schon kommen. Der Bärlauch eignet sich zum Beispiel für Suppen, für Feinern von Salaten und Allgemeingerichten. Man kann einen eigenen Salat damit machen, kann man über Nudeln geben, Pesto machen, ach und noch vieles mehr, wie zum Beispiel Bärlaucheier, Bärlauchquark. Und das zeige ich euch aber in einem anderen Video. Heute geht es nur um den Bärlauch finden und bestimmen. Wo ich ja gerade schon einige Gerichte angesprochen habe, es ist immer sinnvoll, den Bärlauch am besten frisch herzunehmen. Im Kühlschrank kann man ihn mit einem feuchten Tuch eingewickelt 2 bis 4 Tage maximal lagern. Danach schmeckt er dann auch nicht mehr so intensiv und auch nicht mehr so gut. Einfrieren ist eine gute Möglichkeit, um den Bärlauch haltbar zu machen. Damit hält er sich locker mehrere Monate. Trocknen würde ich den Bärlauch allerdings nicht, da er dadurch seine Heilfähigkeiten verliert bzw. auch sein Geschmack schwächer wird. Viele nehmen ihn aber fürs Bärlauchsalz her und da muss man ihn aber getrocknet haben. Ja, der Bärlauch fördert nicht nur die Verdauung, sondern senkt auch den Bluthochdruck und kann somit einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt verhindern. Außerdem ist der Bärlauch blutreinigend, hilft gegen Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, Bronchitis und kalte Füße und natürlich noch vieles mehr, was ich jetzt nicht alles aufzählen kann, weil sonst wird das Video ewig lang. Wie bereits erwähnt, wächst der Bärlauch an den humusreichen, feuchten Waldböden und dann genau so einem bin ich jetzt. Und wo er auftritt, tritt er meistens in Massen auf. Ich glaube, ihr seht es schon ein bisschen im Hintergrund. Das ist alles hier der Bärlauch. Von hier geht es dann auch den Hügeln auf. Und so erkennt man Bärlauch eigentlich relativ leicht, außer im Mai, wo die Maiglöckchen kommen, weil da können auch Maiglöckchenfelder entstehen, die so ähnlich aussehen wie Bärlauchfelder. Markant am Bärlauch ist natürlich sein unverwechselbarer Geruch. Das könnt ihr jetzt leider nicht riechen. Außerdem wächst jedes Blatt einzeln aus dem Boden raus. Ich hoffe, ihr könnt es hier irgendwo erkennen. Hier. So, jedes Blatt ist einzeln. Da kommen auch schon die Blüten mit dazu. Bei Maiglöckchen und so weiter ist es nämlich nicht einzeln. Alle einzeln aus dem Boden. Auf der Unterseite, wie hier gut zu sehen ist, ist der Bärlauch matt und auf der Oberseite glänzt er. Außerdem ist er leicht gewellt, was ihn auch wieder zu anderen Pflanzen unterscheidet. Wie man hier auch schön erkennen kann. Nicht zu verwechseln mit dem Eingerollten. Das Eingerollte ist nämlich noch, wenn er noch nicht ganz aufgegangen ist und noch nicht ganz aus dem Boden herausgeschlossen ist, dann ist es hier noch ein bisschen eingerollt. Aber auch hier vorne erkennt man schon eine leichte Wellung. Auf einem Bärlauchfeld wächst der Bärlauch immer in kleinen Gruppen, die in einer Rosettenform angeordnet sind. Die man hier hoffentlich auch gut erkennt. Das ist hier in einer Kreisform angeordnet. Hier ist schon wieder die nächste Gruppe, aber die hat ein bisschen Abstand zur anderen Gruppe. Wenn ihr den Bärlauch jetzt nun ernten wollt, reißt nicht einfach hier den ganzen Büschel raus, sondern nehmt immer nur ein paar vereinzelte Blätter. So, wir nehmen noch 1, 2. Hier zupfe ich immer ab, könnt ihr natürlich auch abschneiden. Und da ist immer noch genug Bärlauch da, dass er im nächsten Jahr wieder wachsen kann und dass ich noch ein bisschen weiter verbreiten kann. Jetzt zur Überprüfung, alles schöner Bärlauch, matt, glänzend. Und sammelt wirklich nur so viel, wie ihr braucht und immer an verschiedenen Stellen, damit ihr das, die Bärlauchvorkommen nirgends so leer macht oder kahl macht und für die anderen natürlich auch was übrig lässt. Bevor es ans Ernten des Bärlauchs geht, stellt sich vielleicht der eine oder andere die Frage des Fuchsbandwurms. Der Fuchsbandwurm ist erstmal ein Parasit, der im Fuchskot ist und sich somit verbreiten kann, wenn es Mäuse oder ähnliche Tiere aufnehmen. Wir Menschen sind daher nur als Zwischenwirt oder beziehungsweise als Fehlwirt ab und zu auch betroffen, aber die Zahl ist sehr, sehr gering. Naja, generell solltet ihr ja eh nur die sauberen Bärlauchblätter nehmen und verschmutzte einfach stehen lassen. Ihr könnt sie natürlich dann auch daheim waschen, was sehr empfehlenswert ist. Damit geht jeder Dreck und jeder andere Parasiten oder Insekten weg.
Außer ihr wollt dann ein bisschen Eiweiß zu euch nehmen. Wenn ihr jetzt nur draußen unterwegs seid, hilft vielleicht eure Wasserflasche, um den ein bisschen sauber zu machen. Oder an einem Fluss oder Bach gehen, wo ihr denkt, dass der Fluss oder Bach relativ sauber ist. Und zurück zum Thema zu kommen. Füchse hinterlassen ihren Kot am liebsten an Stellen, wo sie einen guten Überblick haben. Das heißt auf Bergkuppen oder Waldkuppen, wie hier jetzt, Baumstümpfen, Felsen und allgemeine Erhebungen. Und da in diesen Bereichen würde ich am besten kein Bärloch sammeln, somit seid ihr schon mal auf der sicheren Seite. Und wie ihr bereits erwähnt, in der Heim oder falls ihr Wasser dabei habt, draußen gründlich abzuwaschen und dann abzutupfen, dass jeder Dreck entfernt ist. Da sind wir auch schon bei der ersten Pflanze, mit der man es verwechseln könnte, nämlich das Maiglöckchen. Ein Unterschied vom Maiglöckchen zum Bärlauch ist, dass das Maiglöckchen mehrere Blätter an einem Stiel hat und der Bärlauch, wie bereits schon mehrmals erwähnt, einzeln wächst. Ja, beim Maiglöckchen glänzt nicht nur die Oberseite des Blattes, sondern auch die Unterseite. Die Maiglöckchenblätter neigen eher zu einer Wellung am Rand, beziehungsweise haben gar keine Wellung am Rand. Beim Bärlauch wächst eine Sammelblüte in Kugelform an einem Stiel heran. Beim Maiglöckchen wachsen mehrere Knospen an einem Stiel. Bei der Herbstzeitlosen wachsen mehrere Blätter, meistens sind es drei an einem Stiel. Beim Maiglöckchen sind es nur zwei. Im Gegensatz zum Bärlauch blüht auch die Herbstzeitlose, wie es auch der Name so schön sagt, erst im Herbst. Und das ist eine lilane Farbe bzw. türkis. Ein Bärlauch hat eine weiße Blüte. Allerdings ist bei der Herbstzeitlosen nicht wie beim Maiglöckchen die Unterseite glänzend, sondern auch matt wie beim Bärlauch. Und ich hoffe, damit habe ich euch geholfen bei den Verwechslungsmöglichkeiten. Zur Veranschaulichung blende ich euch hier noch irgendwo im Bild eine Tabelle ein, wo alles aufgelistet ist. Es war dann auch wieder schon mein kleines Bärlauch-Video. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden und euch hat es gefallen. Bei Fragen schreibt es mir gerne in die Kommentare, die werde ich auf jeden Fall beantworten. Und dann würde ich sagen, geht's raus, schubst euch den Bärlauch und passt auf, dass ihr kein Maiglöckchen erwischt. Servus!